no way. Ja, servus, grüß euch und herzlich willkommen auf meinen Kanal zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal, meine lieben Dieselfreunde. Ja, warum stehe ich hier in Duisburg noch? Ich habe in Duisburg abgeladen, habe wieder eine neue Ladung aufgenommen Richtung Stuttgart. Habe schon ein Video gemacht gehabt, ist leider nicht schön geworden. Jo, wir zischen ab Richtung Stuttgart, meine lieben Dieselfreunde. Jo, was kann ich jetzt berichten? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich kann euch wieder sehr gut unterhalten mit meinen Videos. Und jo. Eieiei, Katastrophe, bei uns in der Firma läuft es sehr gut. Das kann ich schon mal berichten. Außer es war was mit meinem Fahrer, mit Hans-Peter. Aber er macht seine Arbeit gut bei uns in der Firma. Er fährt viel Plus seiner. Da lobe ich mir das. Jo. Jetzt muss ich nicht nur schauen. Und was ich genau mache. Ja, fahr halt mit deinem Beschoklumpert da. Jo, also bei mir in der Firma läuft es auch sehr gut, sehr schön. Jetzt, bis jetzt habe ich noch keine Beschwerden. Also das muss ich auch sagen. Was haben wir denn da wieder für Verkehrsstau? Natürlich, was haben wir? 6:07, ja, ist eh klar, Berufsverkehr ist angesagt. Jo. Bin ich nicht nur am Überlegen, wie und was, dass ich heute ankomme oder nicht. Scheibenwischer sollte man halt auch ein bisschen auf der Spur schneller stehen, dass er was zum Arbeiten hat. Jo, jetzt bin ich nur gespannt, weil anscheinend ruft mir der Disponent da noch Frankie. Bin ich neugierig. Und ja, ich lasse mich überraschen. Die rechte Spur benutzen. Danach Ausfahrt rechts nehmen. Ah, das ist der Scheibenwischer. So, ich bin ein Trottel. Ich sag jetzt nichts mehr. Na, na, na. Jo. Da hinten scheint die Sonne vor uns. Ist auch sehr gut. Ich weiß nicht, ruckelt bei euch auch im Spiel? Ich weiß es nicht. Bei mir ruckelt es sehr. Mir aufgefallen. Wo ich nichts verändert habe oder sonst irgendwas. Könnte wieder sein, dass ich wieder viele Mods drinnen habe. Könnte eventuell sein. Aber schauen wir mal. Müsst ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was ich da machen kann gegen Ruckel. Weil mir nervt das. Die rechte Spur benutzen. Danach die rechte Spur benutzen.
Das habe ich auf der 1.49 überhaupt nicht gehabt. Mal. Jo, mal schauen, was ich da machen kann. Und wenn sich wer auskennt, dass er mir das bitte unter die Kommentare reinschreibt, was ich da machen kann. Ja, kommen wir zu den Kollegen. Fangen wir mit dem Herrn Meda an. Er ist ja auch unterwegs in Duisburg gewesen. In Dortmund auf Duisburg, wenn ich mich nicht irre. Sehr schöne Folge. Er hat auch wieder sein MAN wieder bekommen. Er ist vom Köln ausgestattet. Und hat ein neues Interieur bekommen, der Herr Meda. Wieder sehr schöne Folge. Das Interieur gefällt mir auch. Ich suche ja für mein MAN auch ein Interieur. Und so weiter. Jo. Sehr schöne Folge, Herr Meda. Mach weiter so. Grüße gehen natürlich raus von mir und heute die Stoßstangen sauber. Und ja. Von den anderen Kollegen kann ich leider nichts berichten, außer von meinem Fahrer. Der hat schon wieder was im Plan. Also beziehungsweise ich weiß noch nichts davon. Also das werde ich heute sehen. Oder wieder mal schreiben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was er schon wieder vorhat. Aber naja, schauen wir mal, meine lieben Dieselfreunde und meine lieben Sportsfreunden. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Und ja. Und bei dem nächsten Rastplatz fahren wir dann aussehen, weil ich muss wirklich. Mein Disponent hat gesagt, der ruft mich an. Ich habe mein Handy auf lautlos gestellt, ich sehe das nebenbei. Unbeobachte ich das ein bisschen. Jo. Anscheinend weiß ich, ich kann es euch noch nicht sagen, aber das werde ich jetzt gleich erfahren, wenn ich auf dem Rastplatz stehe. Weil ich habe vorhinein mit meiner Dispo telefoniert, zwecks in Stuttgart, wenn ich angekommen bin, was ich laden muss. Und ja, dann muss ich dann weiterschauen. Ich hoffe nicht, dass ich wieder so allzu lange stehen bleiben muss. Aber das schauen wir uns alles weiterhin an. Ist auch keine Themafrage. Oh. Also autobahnmäßig zwar vierspurig. Super. Und ich hab das jetzt nicht gesehen gehabt, dass da 60 war. Du jetzt nicht so aufpasst. Aber es hat keiner gesehen. Und wenn es wer gesehen hätte, der schreibt 10 Kommentare rein. Natürlich gerne mal Grüße raus an meine Abonnenten, die was schon länger dabei sind. Danke dafür, dass ihr den Weg hergefunden habt auf meinem Kanal. Und ich hoffe, ich kann euch sehr gut unterhalten mit meinen Videos. Auch an die neuen Abonnenten, die was neu dazugekommen sind, danke dafür, dass ihr den Weg hergefunden habt auf meinem Kanal. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu auf meinem Kanal. Und wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert mich, Abo ist kostenlos, drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts Neueres mehr von mir. Jo, gehen wir zu meinem Fahrer, der ist auch fleißig unterwegs. Er fährt fleißig plus seiner, der Hans-Peter. Also, tüchtiger Mann hier in meiner Firma.
lehrtüchtig. Und jo. Ja, er hat sich beschwert über das Interieur. Gefällt ihm nicht. Ich weiß, das ist aber so. Wir kommen jetzt zum Rossplatz. Das werden wir vorziehen. Wir reihen sie hinten ein. Jo. Aber ist leider so. Ich bin Chef, ich habe das entschieden, was für Interieur das reinkommt. Und ja, mit dem muss er rechnen. Und ja. Die Navigation wird fortgesetzt. Ja, die Navigation wird fortgesetzt und ich muss packen. Eine schöne Tankstelle, da fahre ich auch zum ersten Mal außer. Wirklich genial, geil gemacht. Muss ich da auch herstellen. So. Wenn wir schnell den Motor gleich haben. Ah, ruft der schon an. Frankie. Jo, Servus Frankie Meise hier. Chef. Gibt's. Ja was, einen neuen Kunden haben wir dazu gewonnen. Aha. Ein ex-geschütztes Fahrzeug. Mhm. Mhm. Ja, werde ich aber jetzt ein Problem haben, weil wir haben jetzt den Renault verkauft. Der Trailer wird noch verkauft. An dem Kunden, der was den Renault und so gekauft hat. Genau. Ja, der Auflieger gehört dazu. Den holt er sich. Ja. Aha, okay. Ja, da weiß ich aber nichts. Naja, sind gar nicht gerade bei mir. Achso, weil ich mein Handy auf lautlos habe und der versucht, dass ich Nachrichten krieg. Ja, was ist, während dem Fahren schaue ich nicht aufs Handy. Frankie, das weißt du selber. Ja. Aha. Ja, gut zu wissen. Dann weiß ich da Bescheid. Ja, hat ja ein Fahrzeug über. Dass wir den übernehmen können. Ja, null Fahrzeug. Also kein einziges Fahrzeug. Und keinen einzigen Trailer. Na, sauber. Ja. Aha. Ja, pass auf, ich fahre jetzt Richtung Stuttgart, da wie ich in Labin. Fahre zu dem Kunden hin, der ist eh in Stuttgart, oder? Ja. Na, warte mal, wie heißt denn der? Schau ich noch auf meinen Karten nach Mannheim. Warte mal. Stuttgart. Okay, PCP oder was? Okay, ja, dann fahr ich da gleich um, wenn ich entladen bin. Alles klar. Okay, ja, passt. Ja, lädst du das in Hans-Peter weiter oder soll ich das machen? Ah ja, okay, mach ich sie. Ja gut, hau hin. Ja, du weißt es eh. Wir bleiben, wenn wir einen günstigen Scania kriegen. Super. Einen günstigen Trailer. Tanktrailer. Jo. Passt, Frank. Jeder weiß ich Bescheid. Na gut. Servus. Meine Güte. Ihr habt es mitgekriegt. Frank hat angerufen. Da bin ich rausgefahren, weil wir von wenig telefonieren. So, bevor ich da jetzt raus. Eieiei, geiler Rossplatz. Die Navigation wird fortgesetzt. Das gefällt mir, wenn überall LKWs stehen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, wir haben jetzt einen neuen Kunde dazu gewonnen.
im Tanktrailer. Es heißt, für mich eine neue Erfahrung. Das heißt, LKW muss ex-geschützt sein. Aber mehr dazu berate ich euch noch nicht. Ihr wisst jetzt, ich habe einen Neukunde, BCB. Schaß. Meine Güte, jetzt kann ich wieder Druck machen. Muss ich den anderen Fahrer fragen, der was daran Interesse hat. Ja, und dann darf ich mit meinem Bankhandy reden, telefonieren. Mal schauen, was der sagt, weil ich brauche einen LKW und einen Trailer dazu. Wenn meins kann ich nicht einsetzen, weil der war ex-geschützt. Mal schauen. Ach du Scheiße, 4,5 Stunden, ja. Konnte den Hans-Peter eine Sprachnachricht schicken. Aber das werde ich erst ja, noch hineinschicken. Katastrophe. Hannes, was nimmst du jede Kunden an? Wenn du es eh weißt, Hannes, dass ich selber genug Aufträge habe. Singer Transporte, grüß Gott. Aus Selbia. Grüß Gott. Ja, ich hab gerade mit meinem Disponenten telefoniert, der hat mir Bescheid gegeben. Ja, das heißt für mich, ich muss mir ein LKW suchen, der was ex-geschützt ist. Ja, das ist kein Problem, also ich melde mich dann bei Ihnen, wann ich in Stuttgart bin. Ja, ich bin da beim Uploadstuhl beim Stockes. Genau. Dann schaue ich da schnell geschwind um mich. Genau. Alles klar. Wir bleiben lange so. Danke. Wiederhören. Ja, das war jetzt der Neukunde, der was mir jetzt gerade angekauft hat. Mist, und ich kann mich in die Scheiße reinretten. Sorry, meine lieben Dieselfreunde, ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen was anderes im Kopf. Ihr wisst ja, neuer Kunde. Und ich habe keine Erfahrung als Tankwagen zu fahren. Der, was Erfahrung hat, das ist der Hans-Peter, mein Fahrer. Er hat da Erfahrung. Das wäre wieder was für ihn. Text. Schreibe ich am Drang. Er hat da in Erfahrung. Das wäre schon was für mich. Dann habe ich schon mal ein Problem. Weniger. War das erste Mal, bis ich einen neuen Fahrer habe. Weil. Ja, ja. So. Jetzt ist er live dabei.
Ja, servus, Hans-Peter. Meise hier. So, ich habe jetzt im Stuttgart einen neuen Kunde aufgezogen. Und zwar nicht ich, sondern der Frankie hat den neuen Kunden dazu gewonnen. Bei uns in der Firma. Und zwar, das wäre BCB Stuttgart mit Tankwagen. Und zwar LKW wird gekauft. Ein exgeschütztes Fahrzeug. Nur, dass du Bescheid weißt. Würdest du das auch machen? Oder ja, gibst mir Bescheid bitte, weil dann sage ich die erste Fahrt bei dir dann ein, ab nächste Woche. Nur, dass du Bescheid weißt. Na gut, ich wünsche dir noch was. Servus. So. Ja, da muss noch Nachrichten checken. Wenn ich schon da stehe. Werde ich das auch noch gleich mit erledigen. So. Aha. Okay. Eieieiei. Dann fahren wir weiter. Dann haben wir das auch noch irgendwie in einer Folgenlänge hin. Weil ich würde es fertig haben. Ja, ist eh gut, wenn wir Aufträge reinbekommen und neue Kunden dazu gewinnen. Wir sind gut gerne. Oha, das ist... Jo. Schauen wir mal, wie das läuft. Natürlich, Hans-Peter weiß Bescheid. Natürlich habe ich einen Subfrechter schon in Aussicht. Das könnte noch dauern. Und ja, einmal bei HM Trans oder Ideal mal anfragen. Ja, die sind ja cool im Lager drauf, für die wissen, was sie vielleicht machen müssen. In der Richtung. Ah, Spaß die Seite. Nein, ich hab schon wie mit Aussicht. Ja, natürlich wird jetzt bei unserem exgeschütztes Fahrzeug nicht unser Firmennamen draufstehen. Eine andere Firma. Da schauen wir mal nach. Das ist das nächste. Das habe ich auch im Frankie schon gesagt. Hey, mein Fahrer. Ali, hallo. Der Robo. Der Robo, was hat denn der jetzt wieder für einen Auflieger drauf? Eieieiei. So, 2,5 Stunden. Ja, gut 1,5 Stunden. Eieieiei. Dann schauen wir mal, was jetzt der Hans-Peter sagt dazu zu der Nachricht. Das Problem, ich habe ja eine Niederlassungsstelle in Innsbruck Garage gekauft. Das wisst ihr ja.
muss ich auch schauen, weil mein zweiter Fahrer, der Robo, der ist ja auch in Innsbruck stationiert als Fahrer. Aber disponiert wird er vom Frankie, das heißt immer per Telefonkontakt. Jetzt suche ich da auch noch einen Disponenten in Innsbruck. Oder Disponentin. Jo. Dann fällt mir da ein bisschen was ein. An meiner YouTube-Community. Wer schaut sich alle meine Folgen an? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und bei meinem Fahrer, beim Hans-Peter. Wow! Kollege, Gas geben! Also das wollen wir gerne wissen von euch. Wer schaut sich meine Videos öfters an oder jeden Tag? Das wollen wir wissen. Auch bei meinem Kollegen, bei meinem Fahrer. Er ist ja bei mir verlinkt. Das wollen wir wissen. Schreibt es uns bitte in die Kommentare. Jo, und wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert es mich. Abo ist kostenlos. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts Neueres von mir. Und ja, wir würden uns alle freuen auf jedes Abo. Auch für mich und für die anderen Kollegen, die was YouTube-Videos machen. Jo. Das darf uns sehr interessieren und wir haben sich sehr gefreut. Jo. Natürlich mache ich es auch realistisch. Sprich, ich kann mir die Fahrzeiten, meine Pause selber aussuchen. Im Nahverkehr oder im Fernverkehr. Oder Alter, was ist mit dir? Voll auf die Schleifen, hä? Wurscht. Jetzt sagen wir, bin ich. Ja. Uns darf das sehr interessieren. Schreibt das ruhig in die Kommentare rein, bitte. Ja. Neuer Kunde. Da müssen wir auch noch hin. Aber das mache ich ohne euch. Papierkram. Unterschreiben. Pipapo. Wie und wo und wann. Welches Fahrzeug. Ist natürlich, was ich weiß. Ich brauche ein ex-geschütztes Fahrzeug. Für Tankwagen. Warum, weshalb, das mehr dazu kann ich dann euch nächste Woche sagen. Am Donnerstag kommt das neue Video dann vom ETS auch wieder raus. Dieses Video kommt hier morgen raus, sprich am Samstag. Ja. Da werde ich dann inklusive. Ich fahre jetzt wahrscheinlich, wenn ich die nächste aus muss. Jo. Und die nächste. Jo. Die rechte Spur benutzen. Danach Ausfahrt rechts nehmen. Mal schauen. Du Scheiße. Das war wieder Ruckler. Natürlich wird bei meinem Truck auch einiges ändern. Aber mehr dazu sagen, wenn ich in Nürnberg bin oder bei meiner Werkstatt in des Vertrauens. Jo, wie gesagt, wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert's mir. Abonniert's mir, drückt die Glocke,
dann verpasst ihr nichts Neueres von mir. Und wir würden uns sehr freuen auf jedes Abo. Und ja, dann drückt ihr die Glocke, dann verpasst ihr nichts Neueres. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wann das Video rauskommt. Oder wenn ich einen Livestream mache, werdet ihr benachrichtigt. Jo, meine lieben Dieselfreunde. Jetzt darf man wieder hinter den Container gestern noch fahren. Ja, das Dockers PCB ist auch schon angeschrieben, das ist ja wunderbar. Jo, willkommen in Stuttgart. Also ich muss wirklich sagen, 1.50 Deutschland-Überarbeitung, sehr gut, ich habe mir noch nicht alles angeschaut. Duisburg habe ich mir auch zum Teil angeschaut mit der Flycam, also das muss ich wirklich sagen, super gemacht. Also, da muss man schon sagen, steckt viel Arbeit dahinter. Aber was mich persönlich nervt, die Ruckler. Weil ich fahre wirklich nur mit 60 FPS, meine Freunde. So. Mal das Video darf wieder länger bleiben. Aber ich habe zwar gestern ein Video aufgenommen für heute. Für Samstag, aber das ist nichts Scheiß geworden. Aber naja, schauen wir mal. So, ich soll direkt zum Ladebereich fahren, aber nicht mit mir, weil das interessiert mich nicht. Ja, muss ich eigentlich. Die Navigation wird fortgesetzt. Was ist mit dir? Rechte Sp- So. Ich werde mir jetzt frecherweise auf die linke Seite. Meine lieben Dieselfreunde. Ja, da ist Büro. Weil ich nicht so weit gehen mag, bleiben wir davor stehen, meine Freunde. Jo. Wir sind da herrlich angekommen. Ich werde jetzt nur nachfragen gehen. Und ich sag trotzdem, wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert's mich. Abo ist kostenlos. Drückt die Glocke. Und verpasst ja nichts Neues von mir. Wenn das Video rauskommt und wenn ich einen Livestream mache, dann werdet ihr benachrichtigt. Also, meine lieben Dieselfreunde da draußen. Und meine lieben Sportsfreunde da draußen. Wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert's mich. Abo ist kostenlos, drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts Neueres von mir. Kommentieren nicht vergessen, liken nicht vergessen, Däumchen nach oben geben nicht vergessen. Ja. Na gut. Ich sag trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst mal Abo da, Comment, Däumchen wert, Räumchen. Ciao, ciao, euer Hannes.